Hi Leute, da bin ich mal wieder mit einem Photoshop-Tipp. Heute möchte ich euch nochmal zum Thema doppelte RAW-Konvertierung etwas sagen. Es gibt nämlich die Möglichkeit, wenn ich ein Bild als Smart-Objekt in Photoshop öffne, kann ich auf dieses Bild nochmal einen RAW-Konverter anwenden. Das möchte ich euch gleich mal zeigen. Als erstes werde ich mal hier ein paar Anpassungen vornehmen. Ganz normal das Bild entwickeln, indem ich hier die Klarheit mal ein bisschen hochziehe. Das Ganze vielleicht etwas Nachschärfe, Rauschreduzierung. Jetzt schaue ich mir mal die Farben an. Also das Bild ist damals entstanden, um mein 2470 zu testen. Und ich muss sagen, das ist eine verdammt scharfe Linse. Da kann man wirklich bis in den Randbereich alles genau erkennen. Ich werde jetzt nochmal den Himmel ein bisschen nachfärben. Der ist mir etwas zu flau. Das heißt, ich ziehe mal die Blautöne was hoch. Ja, ist ganz gut. Hier das Gelb, dazu nehme ich mal das selektive Anpassen-Werkzeug hier. Klicke die Maustaste, ziehe das mal ein bisschen hoch und dann sehe ich, dass die Gelb- und Orangetöne auch hochgehen. Aber das Ganze hat jetzt so ein bisschen so einen ganz leichten Hauch von Retro. Und Dynamik zieht etwas die schwächeren Farben hoch. Die Sättigung nehme ich ein bisschen runter. Da werden generell alle Farben mit entsättigt. Und so, auch durch dieses flirrende Wasser hier, das so glänzt, sieht das Ganze schon sehr so ein bisschen retromäßig aus. Gefällt mir ganz gut so. Ich öffne das jetzt mal in Photoshop, indem ich bei gedrückter Shift-Taste hier unten auf den Button klicke. Jetzt sind wir hier in Photoshop und ihr seht, Photoshop hat ein Smart-Objekt angelegt. Früher habe ich das so gemacht, indem ich hier im Kontextmenü neues Smart-Objekt durch Kopie gemacht habe. Und jetzt habe ich zwei Smart-Objekte, die ich unabhängig voneinander bearbeiten kann. Und wenn ich jetzt hier noch Veränderungen vornehmen würde, könnte ich die mit der Maske hier ein- oder ausblenden, rein- oder rausmalen. So habe ich das früher gemacht. Es gibt aber jetzt noch was in den neueren Photoshop-Versionen noch eine Möglichkeit, indem ich hier auf diese eingebettete RAW-Konvertierung nochmal den Filter Camera Raw anwende. Und jetzt komme ich nochmal in diesen Camera Raw und kann jetzt hier noch weitere Änderungen vornehmen. Zum Beispiel sehe ich hier an der Baumkrone, da ist ziemlich viel im Schwarz ertrunken. Und das hole ich jetzt mal ein bisschen hoch, indem ich einfach die Tiefen hochreiße. Und habe dann hier mehr Zeichnung drin, bestätige das. Und jetzt legt mir Photoshop sofort eine Maske an und kann sofort mit der Maske weiterarbeiten, indem ich das invertiere und jetzt mit einer weichen Pinselspitze, moderatem Fluss, hier meine Anpassung reinmale. Und ihr seht, dass aus dem Schwarz, da kommt jetzt Zeichnung rein. Und diese Baumkrone sieht jetzt richtig, ja, schön durchgezeichnet aus. Natürlich könnte ich auch jetzt hier nochmal die Deckkraft des Filters runternehmen. Ich nehme immer dann so mal vielleicht 70%. Und ja, fertig ist das Bild. Das war's, was ich euch heute zeigen wollte. Wenn ihr was gelernt habt, einfach Daumen hoch und abonnieren. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Tutorial. Tschüss.